Morgen. Boah, was war das gestern für eine Editing-Session? Krass, hat ewig gedauert, aber ich hoffe, es hat sich gelohnt. Und ich konnte das Beste rausholen. Man will das ja irgendwie zusammenschneiden. Ich hätte euch auch ein 2-Stunden-Video liefern können, aber nein. So, heute geplant ist eigentlich nur das, dass wir nachher alle zusammen essen. Also bei Angie. Angie wird dann schön kochen. Das ist geplant. Ansonsten ist alles offen. Ich habe heute eigentlich auch vor, mich mal wieder meiner PlayStation zu widmen. Und naja, mal sehen, ob ich dazu komme. Das Gute ist, ich bin schon fertig gemacht. Das heißt, ich war schon noch in der Dusche. Ich habe sogar schon eine Waschmaschine angeschmissen. Es läuft alles so richtig schön. Von da an bin ich mal gespannt, wie der Tag weitergeht. Sonntag würde ich das jetzt nicht nennen, Regenwetter, aber es ist nicht so dramatisch, weil mein Kurzer hat gerade gesagt, so, oh Papa, schauen wir einen Film, da gibt es einen Film, der heißt Ready Player One. Ich habe ihn schon mal gesehen, aber der ist sehr gut und den werden wir uns jetzt gemeinsam reinziehen. Ja! Haben wir den Film auch geschaut? Ich habe ihn jetzt das zweite Mal gesehen. Ich muss sagen, ich finde ihn immer noch geil. Und das sind immer so Kleinigkeiten, die einem dann auffallen, die einem beim ersten Mal nicht aufgefallen sind. Zum Beispiel, was da alles für Figuren mit drin vorkommen, ist mega. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut euch den Film mal an. Ich glaube, hier auf YouTube oder so kann man sich das Hörbuch anhören. Es ist in zwei Teile aufgeteilt. Ich weiß nicht, zumindest habe ich es da mal gehört. Möglicherweise ist es mittlerweile runtergenommen, aber es ging mal. Ja, nebenbei habe ich noch Video bearbeitet und jetzt widme ich mich mal dem Zocken, bevor es dann nachher zu Angie geht. Genug gezockt für heute, jetzt fahren wir zu Angie, denn da gibt's lecker Essen. Hasta Hasta luego. luego. Hast du es Fast schon so schön wie gesehen? in Spanien ist es hier in Steinheim, in meiner Küche. Genau, wo das Essen schon brutzelt. Sehr Okay, man sieht im schön. Moment einen Wassertopf. Aber in diesen Topf kommen die Klöße rein. Das wird so Das ist toll. Das richtig, wird so das ist toll, das wird richtig. so toll, das wird so toll. Den Rest habe ich auch schon vorbereitet. Ich hatte ja schon vorhin Zeit, deshalb muss ich jetzt eigentlich nur noch die Klöße machen und dann können wir essen. Das Rotkraut ist auch schon fertig. Die Klöße machen wir noch und Hackbraten ist auch schon fertig. Geil. Ja, nach diesem leckeren Essen. Antje hat uns einen Nachtisch besorgt. Ich habe heute beim Einkaufen uns zwei Überraschungseier gekauft. Die habe ich schon ewig nicht mehr gekauft. Und dieses Ei macht auch ein Geräusch, während das gar nichts macht. Ja, super. Ich habe die Schokolade gerade fallen gesehen. Habt ihr sie auch fallen gesehen auf den Boden? Also riechen tut die immer noch echt Und geil. schmecken. Und schmecken nun ja auch richtig geil. Auch das Innere von dem Ei Oh, ich hab voll. ist nicht mehr das Ei, was in zwei Teilen war, ne? Nein, Das damit sieht nicht jetzt verschluckt auch werden anders kann. aus. Was habe ich denn hier drin? Oh, du hast auch eine Figur. Ja, ich habe irgendwas. Kriegst du Ruhe. das zusammen, ohne auf die Anleitung zu schauen? Nein. Dam, 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 Ich dam. will erst mal wissen, was es überhaupt ist. Bin ich PJ drauf? Mask. PJ Mask hast du auch? Nein, ich habe einen Hydranten Du hast auch PJ mit Mask. Menschenkopf. Was? Ja, das ist doch auch PJ Oh ja, Mask. tatsächlich. Wir haben zweimal PJ Mask. Was auch immer das ist. Ich habe keine Ahnung. Und ich habe keine Ahnung, wie es zusammengehört. Und wenigstens sind es nicht viele Teile. Genug. Ah. Ah. Obwohl, was Ja. macht das für einen Sinn? Was denn? Ja, meins hier so. Ob das richtig Was das ist? für einen Sinn macht? Du fragst dich jetzt nicht nach dem Sinn einer Überei-Figur. Also meine Figur sieht so aus.
Seht ihr die? Nee, die seht ihr nicht. Wie kriegt man das scharf, Schatz? Gar nicht. Du musst dein Gesicht ausblenden. Das geht nicht. Ich mach's einfach so. Ich halte es neben mein Gesicht. Es ist eine kleine, liebliche Figur. Es ist eine Superheldin. Das geht gar nicht. Ey! Zurück aus Australien. Mann, 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 im Dschungel ist die Hölle los. Ja, wir haben wieder zusammen den Dschungel geschaut, aber jetzt muss ich heim, weil mein Großer ja auch zu Hause ist. Also eigentlich wollte er heute nochmal irgendwie Party machen, aber dann doch nicht. Also führt der Weg jetzt wieder nach Hause. Den kurzen habe ich ja sowieso im Schlepptau. Und naja, dann werden wir mal gucken, was der Abend zu Hause noch bringt, aber wahrscheinlich nicht viel. Also ich schätze, ich kann den Vlog hier jetzt getrost beenden. Es tut aber auch mal gut, irgendwie jetzt nach den letzten beiden Vlogs, die für mich irgendwie so ein bisschen anstrengend waren zum Schneiden, mal so was Entspanntes zu haben. Einfach nur Szenen aneinander hängen und gut ist. Naja, aber das nächste Event kommt mit Sicherheit von da an. Schön dranbleiben. Bis morgen. Ciao.